Wisst ihr, manchmal sind zwei kleine Worte genug, um uns zu beunruhigen, uns zu erschrecken oder zu überwältigen. Denkt nur an diese Begriffe: Stromausfall, Autoreparaturen, Arbeitsplatzverlust, Pandemieinzidenz, Behandlungsoptionen, Familienkrach, Wahlergebnisse, Kriminalitätsrate, Inflationsanstieg. Geht euer Blutdruck schon hoch? Nur zwei Worte, doch sie können uns den Tag verderben und mit Angst und Schrecken erfüllen. Sag mal, was sind zwei schwierige Worte, mit denen du in den letzten Wochen oder Monaten zu kämpfen hattest? Denke über sie nach. Zwei Worte, die nicht angenehm und leicht sind. Vielleicht willst du sie sogar eben aufschreiben. Notier sie dir. Mit welchen zwei schwierigen Worten warst du die letzte Zeit konfrontiert? Heute wollen wir über zwei andere Begriffe nachdenken. Zwei einfache, mächtige Worte. Wir erwähnten sie bereits. Heaven rules. Heaven rules. Wir werden sehen, dass der Himmel herrscht, wie ein Raster ist, durch das wir alles andere in unserem Leben und in unserer Welt sehen können. In diesen zwei Worten habe ich eine Welt von Trost und Hoffnung und Mut und Perspektive gefunden. Und ich bin sicher, das kannst du genauso. Wir sehen, dass dieses Thema wie ein roter Faden durch die ganze Schrift gewebt ist. Besonders gilt das für das Buch Daniel, wo ich mich die letzten Jahre aufgehalten habe. Die Ereignisse dort fanden vor mehr als 2700 Jahren statt, aber die Botschaft dieses Buches ist zeitlos. Deshalb schlagt bitte mit mir das Buch Daniel auf oder scrollt auf euren Handys dahin und lest bitte mit und hört, was Gottes Wort uns heute zu sagen hat. Diese Botschaft ist zeitlos, aber sie ist auch unglaublich passend für vieles, was wir heute in unserer Welt erleben. Dieser Satz, der Himmel herrscht, steht in Daniel 4, Vers 23. Daniel sagte ihnen zu Nebukadnezar, dem König von Babel: Dein Königtum soll dir erhalten bleiben, sobald du erkennst, dass der Himmel herrscht. Erst vor einigen Jahren ist mir dieser Satz ins Auge gesprungen. Ich hatte ihn schon sehr oft gelesen, aber Heaven rules, Heaven rules, Heaven rules. Dein Königtum soll dir bleiben, sobald du erkennst, dass der Himmel herrscht. Zwei Worte. Ich möchte, dass wir sie fast reflexartig verwenden. Dreh dich einfach zu der Frau neben dir um und sag ihr: Der Himmel herrscht. Und sag es zu jemand anderem: Ich kann euch nicht hören, sagt es nochmal. Ich liebe das. Wie wäre es, wenn wir heute, wenn wir mit Leuten sprechen, ob wir sie kennen oder nicht, diese Worte überall hören? Der Himmel herrscht. Wir wollen sie bekräftigen. In dieser Überzeugung wollen wir wachsen. Klar, es reicht nicht, sie nur zu sagen oder nur im Kopf zu haben. Aber zu glauben, dass der Himmel herrscht, wird unser Denken grundlegend verändern und auch unsere Art zu leben. Mein Mann Robert und ich haben uns die letzten Jahre bestimmt tausendmal angesehen, während Corona und Krebs in Höhen und Tiefen und bei den Spätnachrichten. Wir haben uns angeschaut und gesagt: Schatz, der Himmel herrscht. Heute geht es um das Thema: Der Himmel herrscht. Welchen Unterschied macht das? Welchen Unterschied macht es für Daniel zu wissen, dass der Himmel herrscht? Und welchen Unterschied macht es bei uns? Ich möchte mit fünf Momentaufnahmen aus dem Buch Daniel beginnen, und zwar in einer Art Schnelldurchlauf mit dem Fokus auf der Himmel herrscht, sozusagen aus der Schau von 9000 Meter Höhe. Es wäre wunderbar, wir könnten uns da rein vertiefen, aber wir machen nur Momentaufnahmen. Und dann wollen wir fünf zeitlose Wahrheiten über die Wahrheit des Himmels ansehen. Und zum Schluss fragen wir: Welchen Unterschied macht es, wenn man wirklich glaubt, dass der Himmel regiert?
Worin wird sich das Leben ändern, wenn man glaubt, dass der Himmel regiert? Beginnen wir also mit 5 Momentaufnahmen aus dem Buch Daniel. Lasst uns mit Daniel 1 beginnen, Szene 1. Babylon regiert, oder zumindest scheint es so. Babylon regiert, so sieht es aus. Daniel 1,1. Im 3. Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand, auch ein Teil der Geräte des Hauses Gottes. Diese führte er hinweg in das Land Sinia, in das Haus seines Gottes. Und er brachte die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Hier sehen wir also 2 mächtige Herrscher und 2 gegnerische Nationen. Aus menschlicher Sicht würde man sagen, welch ein furchtbarer Tag für König Joachim von Juda. Und was für ein Erfolg für König Nebukadnezar von Babel. Doch was geschieht hier? Das Volk Gottes wird niedergemacht. Es wird vom babylonischen Reich gedemütigt. Aber es geht nicht nur um diese beiden Königreiche und diese beiden Herrscher. Es geht eigentlich gar nicht um sie, weil es noch ein anderes, unsichtbares Reich und einen anderen Herrscher gibt. In Daniel und in der ganzen Schrift. Wie heißt es in Vers 2? Wer lieferte den König von Juda an den König von Babel aus? Wer war es? Der Herr, Adonai. Es schien so, als ob König Nebukadnezar es war, der König Joachim demütigte und niedermachte. Aber es war der Herr, der sein eigenes Volk an den König von Babel auslieferte. Und was wir in Daniel und in der ganzen Schrift sich entwickeln sehen, ist in Wirklichkeit ein Kampf zwischen Gott, dem allmächtigen Herrn, und den falschen Göttern dieser Welt. Und in diesem Fall den falschen Göttern von Babylon. Was also wie eine menschliche Niederlage des Volkes Gottes aussah, war tatsächlich das Werk eines weisen, souveränen Gottes, der hinter und über allem wirkt, was hier auf Erden vor sich geht. Gott führt immer seine Pläne in dieser Welt aus, zur Ehre seines Namens. Im Buch Daniel umfassten diese Absichten zunächst die Disziplinierung seines eigenen Volkes, das ihn verlassen hatte. Und dann wollte sich Gott heidnischen Königen und Menschen als Gott, der Allmächtige, offenbaren. In Vers 3 und 4 lesen wir, dass der König befahl, junge Männer aus Juda nach Babylon zu bringen. Sie waren die Besten der Besten. Sie wurden gewaltsam aus ihrem Heimatland weggeführt und verpflichtet, Nebukadnezar zu dienen und seine Pläne auszuführen. Und der König setzte alles daran, sie von sich abhängig zu machen, anstatt von ihrem Gott. In Vers 5 heißt es, 3 Jahre lang sollten junge Leute ausgebildet werden und danach in den Dienst des Königs treten. Der König ordnete an, dass sie von der königlichen Tafel mit Speise und Wein versorgt würden. Im Buch Daniel lesen wir sehr wenig über die meisten anderen jungen Männer. Vielleicht sahen sie hierin eine gute Karrierechance oder sie meinten, keine andere Wahl zu haben, als die Pläne des Königs anzunehmen. Oder sie passten sich, wie viele andere auch, traurigerweise der babylonischen Kultur an und fühlten sich zu Hause in Babylon. Aber unter all diesen jungen Männern waren 4, die wussten, dass Babel nicht ihr eigentliches Zuhause war und dass die Götter Babylons keine echten Götter waren. Diese 4 Männer waren damals junge Teenager. Ich habe gehört, dass hier etwa 400 Teenager bei uns sind. Teens, hebt eure Hände mal. Ich möchte euch sehen. Ja! Danke, dass ihr hier seid. Wir lieben euch. Wir freuen uns sehr. Aber Teens,
Darf ich euch erinnern, wenn ihr diese Geschichte von Daniel 1 lest, dass Gott nicht alte Menschen auswählte, um seine Absichten in diesem Buch zu erfüllen. Er wählte Teenager, die in ihrem jungen Leben, noch bevor sie erwachsen waren, ihre Herzen in Gott selbst und seinem Wort verankerten. Und dass Gott Wege hat, wie er euer Leben gebrauchen will, um seine Pläne in dieser Welt zu erfüllen. Es gab ja noch viel mehr Teens, die aus Juda nach Babylon kamen, aber von ihnen liest man nie wieder. Vielleicht feierten sie, hatten Spaß, aber sie schwammen nicht gegen den Strom. Die, die gegen den Strom schwammen, von denen lesen wir heute. Ich möchte eines Tages von euch lesen, ich möchte von euch hören, nach Jahren. Wisst ihr, weil ihr als Jugendliche gesagt habt, ich folge Jesus nach, ich glaube, dass der Himmel herrscht. Ja, lasst uns beten für diese Teenager und Gott für sie glauben. Vers 7 sagt, diesen gab der oberste Kämmerer andere Namen. Und zwar nannte er Daniel, Belsatzar, Hanania, Sadrach, Misael, Mesach und Azaria, Abednego. Was machte er also? Er nahm ihnen ihre jüdischen Namen weg. Diese enthielten alle einen besonderen Aspekt des Namens Gottes, Elohim, Yahweh. Er beraubte sie dieser Namen und gab ihnen heidnische, babylonische Namen, die nichts zu tun hatten mit ihrem Gott. Es ging ihm um ihre Identität, ihre Loyalität. Sie sollten ihm und seinen Göttern loyal sein und nicht ihrem Gott. Hier ist also der König, der Bestimmer. Er glaubte, er sei der höchste König und dass Babylon herrschte. Aber diese jungen Männer wussten es besser. Sie wussten, dass ihr Gott der höchste König ist und dass der Himmel herrscht. Lass uns zu Vers 21 gehen. Da finden wir etwas Interessantes. Ich liebe es. Da steht, und Daniel blieb in Babylon bis zum ersten Jahr des Königs Kyros. Was ist daran so besonders? Wenn man die Geschichte von Daniel studiert, stellt man fest, dass es fast 70 Jahre waren, von der Zeit, als Daniel in Gefangenschaft kam, bis das Kyros König wurde. Daniel würde also eine sehr lange Zeit in Babylon bleiben, für den Rest seines Lebens, 70 Jahre. Wenn du jung bist, denkst du nicht darüber nach, wie es ist, wenn du 80 bist. Doch es kommt schneller, als du denkst, nicht wahr? Aber 70 Jahre, und in jenen Jahren saß ein mächtiger König nach dem anderen auf dem Thron. Reiche stiegen empor und Reiche fielen. Daniel begegnete einer Krise und einer Herausforderung nach der anderen. Er war im Exil. Er war ein Fremder. Er war ein Diener des Staates. Er arbeitete für böse Herrscher und korrupte Regierungen. Er war das Objekt von Eifersucht, Palastintrige, finsteren Verschwörungen und wahnsinnigen, narzisstischen Herrschern. Hört sich das nach unserer modernen Zeit irgendwie an? Er wurde wegen seines Glaubens verfolgt und doch durch das alles hindurch, all die Jahre, all die Veränderungen, Höhen und Tiefen, diente er treu in einer heidnischen Umgebung. Und bei all dem erlebte er Gottes Treue an diesem sehr heidnischen Ort. Er beschützte, versorgte, leitete, erhielt und befreite ihn. Lasst uns zu Kapitel 2 gehen. Und ich gebe euch eine zweite Momentaufnahme. Ich nenne sie die Statue und der Stein. Ich fasse zusammen. Nebukadnezar hatte einen verstörenden Traum, aber am nächsten Morgen konnte er sich nicht daran erinnern. Er wusste nur, dass es ein sehr schlechter Traum war. So befahl er seinen Beamten, ihm den Traum und seine Bedeutung zu sagen. Klar, das konnte keiner, denn wer kann einem anderen sagen, was er geträumt hat? Der König wurde rasend. Er bekam Wutanfälle, aber Gott gab Daniel übernatürliche Weisheit. So teilte er dem König den Traum und seine Bedeutung mit. Daniel 2, Abvers 31. Du König, saß auf einmal eine gewaltige Statue vor dir. Es war eine furchterregende Erscheinung, denn sie war riesig groß und ihr Glanz blendete.
Der Kopf der Statue bestand aus gediegenem Gold, Brust und Arme waren aus Silber, Bauch und Lenden aus Bronze, die Schenkel aus Eisen und ihre Füße zum Teil aus Eisen und zum Teil aus Ton. Während du sie noch anschautest, brach auf einmal ohne Zutun einer Menschenhand ein Stein los. Er traf die Füße der Statue, die aus Eisen und Ton bestanden, und zerschmetterte sie. Da wurden Eisen und Ton, Bronze, Silber und Gold miteinander zu Staub vermalmt. Auf einmal waren sie wie die Spreu auf dem Dreschplatz im Sommer. Der Wind trug sie fort und es war keine Spur mehr davon übrig. Aber der Stein, der die Statue zerschlagen hatte, wuchs zu einem riesigen Berg, der die ganze Erde ausfüllte. Ladies, dieser Absatz spiegelt die Geschichte der Menschheit wider, genau hier. Das Standbild steht für eine Reihe von Weltmächten, angefangen mit Babylon und anderen, die später kamen. Wir sehen, wie der Mensch immer versucht, das Reich des Menschen zu bauen, aber auch, wie Gott in die Geschichte eingreift, ohne Hände eines Menschen oder Hilfe, um ein anderes Reich aufzurichten. Eines Tages wird sein Reich jedes irdische Imperium zerschlagen. Durch Christus, den Stein, den lebendigen Felsen, und die ganze Erde wird erfüllt sein mit der Herrlichkeit und Anbetung unseres großen Gottes. Amen. Schaut eine dritte Momentaufnahme an, Daniel 3. Und ich streife nur ein paar Punkte. Mary wird da tiefer einsteigen. Ich möchte nur wenig darüber sagen. Ich nenne diese Szene alle Anbetung für König Ich. Das ist Nebukadnezars Mottolied. Alle Anbetung für mich. Nebukadnezar hat klar den Punkt vergessen, um den es in Kapitel 2 ging. Er baut eine ungeheuer riesige Statue und befiehlt seinen Untertanen, überall sie anzubieten. Doch die drei hebräischen jungen Männer weigerten sich, das zu tun. Das macht Nebukadnezar zornig. Menschen, die sich als souveräne Herrscher sehen, können es nicht ertragen, wenn ihnen jemand in die Quere kommt und wenn ihre Autorität in Frage gestellt wird. Also ließ der König sie in einen Feuerofen werfen. Aber seht euch diese drei hebräischen jungen Männer an. Teenager, wisst ihr noch? Keine Andeutung von Schrecken oder Panik. Sie haben eine ruhige Zuversicht. Warum? Weil sie wissen, dass Gott der wahre und lebendige Gott ist, im Gegensatz zu den Göttern Babylons. Sie wissen, ihr Gott ist mächtiger als der König, der meint, er sei allmächtig. Sie wissen, ihr Gott kann sie retten vor dem Zorn des Königs. Nun, sie wurden in den Feuerofen geworfen. Sie waren bereit zu sterben aus Treue zu ihrem Gott. Aber Gott schickte einen Befreier in dieses Feuer, um seine treuen Diener zu retten. Viele glauben, dass dieser Retter der Sohn Gottes selber war. Sie waren mutig und gehorsam. Sie beteten Gott an. Das Ergebnis war Lob und Ehre und Ruhm für den Gott des Himmels. Und das ist das Wichtigste. Das ist der Lohn und das Ziel. Wenn man bejaht und glaubt und lebt, dass der Himmel herrscht. Gott wird verherrlicht und die Götter dieser Welt werden bloßgestellt. Gehen wir zu Daniel 4 und zu einer vierten Szene. Ich nenne sie, der stolze König verliert seinen Verstand. Nebukadnezar war stolz und stark. Er meinte, Gott nicht zu brauchen. Er war blind für seine Not. Aber Gott rüttelte an seiner Unabhängigkeit und Kontrolle und er bekam seine Aufmerksamkeit. Gott tut alles, was nötig ist, um unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Und wenn er das tut, widerstehe dem nicht. Danke ihm vielmehr, dass er dich genug liebt, um dir zu zeigen, dass nicht du Gott bist, sondern er. Gott gab Nebukadnezar einen anderen Traum, um ihn zu warnen vor der Gefahr, in der er sich befand. Und in diesem Traum sah er einen gewaltigen Baum. Er war prachtvoll und schön und weltweit sichtbar. Dieser Baum bot reichlich
Schutz und Nahrung für alle Lebewesen auf der Erde. Und dann nahm der Traum eine dramatische Wende. Ein Engelbote von Gott ordnete die Zerstörung des mächtigen Baumes an. Daniel 4, 11. Dieser Engel rief mit gewaltiger Stimme und sprach: Haut den Baum um und schlagt seine Äste ab, streift seinen Laub ab und zerstreut seine Früchte. Dieser Baum würde den Vögeln und Tieren nicht länger Schutz und Nahrung bieten. Er würde zu einem Stumpf reduziert, und zwar in Fesseln. Der Baum wäre nicht mehr haben, sondern den Elementen unterworfen. Wir verstehen, dass der Baum einen mächtigen Mann darstellte, der dachte, er sei mächtiger als Gott. Er würde seiner Größe beraubt werden und seinen Verstand verlieren. Er würde 7 Jahre wie ein unvernünftiges Tier leben. Wir wissen, dass dieser Traum sich direkt auf Nebukadnezar bezog. Es ist ziemlich klar, wenn man den Text liest, aber für Nebukadnezar war es überhaupt nicht klar. Stolze Menschen tun sich schwer, die Wahrheit über sich selbst zu erkennen. Daniel kam ihm zu Hilfe und kühn erklärte er die Bedeutung des Traumes dem mächtigen König. Er wurde persönlich, Vers 19, Daniel sagt: Dieser Traum bist du, o König, der du so groß und stark geworden bist und dessen Majestät so groß ist, dass sie bis zum Himmel reicht und deine Herrschaft bis ans Ende der Erde. Dies ist der Beschluss des Höchsten, der über meinen Herrn, den König, ergangen ist. 22. Man wird dich von den Menschen ausstoßen und bei den Tieren des Feldes wirst du dich aufhalten. Man wird dich mit Gras füttern wie die Ochsen und dich vom Tau des Himmels benetzen lassen. Und es werden 7 Zeiten über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es gibt, wem er will. Dem Königreich wird dir wieder zuteil werden, sobald du erkennen wirst, dass der Himmel herrscht. Vers 24. Darum brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit und mit deinen Missetaten durch Barmherzigkeit gegen Elende, wenn dein Wohlergehen dauerhaft sein soll. Wir unterbrechen hier einen Moment. Gott gab dem König aus Barmherzigkeit ein ganzes Jahr, um Buße zu tun. Aber er wollte nicht. Das sehen wir im Rest des Kapitels. Denn Stolz ist eine Art zu sagen: Ich regiere, ich habe alles unter Kontrolle, mein Reich komme, mein Wille geschehe. Und die Prophetie von Nebukadnezars großem Fall, übrigens psychische Erkrankungen sind nichts Neues. Sie mögen verschiedene Ursachen haben, aber hier war es der Stolz des Königs, der ihn seiner Sinne und seines Verstandes beraubte. Sein Stolz. Die Prophetie seines Falles wurde erfüllt, aber letztlich war das eine gute Sache, denn die Disziplin, die Gott ihm auferlegte, führte zu seiner Umkehr, zu Demut und Wiederherstellung. Sie führte ihn zu der Erkenntnis, Daniel 4, 34, der letzte Vers, da steht: Der König des Himmels, wer aber hochmütig wandelt, den kann er demütigen. Wenn ich das lese, weiß ich, etwas Nebukadnezar steckt in jeder von uns. Ich komme nie an diesem Satz vorbei, ohne zu denken: Gott legt seinen Finger auf mein Herz, der König des Himmels, der mich demütigen kann, wenn ich hochmütig wandle. Der Himmel bekommt immer das letzte Wort. Wenn wir uns weigern, uns zu beugen unter seine mächtige Hand, zwingen wir ihn, uns zu demütigen. Stolz und sich selbst genug sein, das sind der sichere Weg in den Ruin. Sich zu demütigen und den König des Himmels anzuerkennen, das ist der Weg und es ist immer zur Wiederherstellung. Wir gehen zu Daniel 6. Wir müssen leider Daniel 5 überschlagen. Wir sehen die Szene Nummer 5, die letzte, und sie heißt: Eine Nacht bei den Löwen.
Daniel lebte in einer feindlichen Umgebung gegenüber Gott und seinen Nachfolgern. Daniels Weisheit und sein gottesfürchtiges Leben brachten ihm kein Lob von Menschen. Er wurde sogar dadurch zur Zielscheibe des Feindes und kurzfristig schien es, als würde sich ein heiliges, gehorsames Leben nicht auszahlen. Kennst du das aus der Schule, von deinem Arbeitsplatz? Daniels Widersacher kannten seinen Glauben an Gott und versuchten ihn damit zu Fall zu bringen. Sie drängten den König, ein Edikt zu erlassen, das es verbot, denn sie wussten, Daniel war ein Mann des Gebets, 30 Tage lang zu einem anderen zu beten, außer zu dem König. Jeder, der es wagte, dieses absurde, unwiderrufliche Dekret zu übertreten, sollte umkommen. In diesem Moment sah es so aus, als hätten Darius und seine Beamten die Oberhand. Aber Daniel wusste, wer der wahre König war. Er vergaß das nie, all die Jahrzehnte, die er im Palast lebte. Er kannte den einen, dem er höchste Loyalität schuldig war. Er würde den Königen treu dienen, ja, aber er ließ sie nie die Stelle Gottes einnehmen. Er wusste, sein Leben und Schicksal lag nicht in der Hand der Könige, sondern in Gottes Hand. Er wusste, dass Gott mächtiger war als der König. Er wusste, dass Gott Gebete hört und erhört. Und er wusste, dass der sicherste Ort, an dem er sein konnte, sogar als der Erlass unterschrieben und besiegelt war, auf seinen Knien in der Gegenwart Gottes war. Und das gab ihm Mut, weiterhin zu seinem Gott zu beten. Beachte, er begann sein Gebetsleben nicht da, denn er hatte schon ein Gebetsleben. Die Schrift sagt, dass er in sein Haus ging, wie es seine Gewohnheit war. Er öffnete das Fenster und betete in Richtung Jerusalem. Das ist das Bild eines Mannes, der glaubt, dass der Himmel regiert. Und gemäß dem Erlass des Königs wurde er in die Löwengrube geworfen. Seine Feinde erwarteten, dass er zu Tode zermalmt würde. Aber ihr kennt die Geschichte. Sein Leben wurde von Gott übernatürlich bewahrt. Am Ende der Geschichte ehrt der König den Gott Daniels. Und schließlich wurde Daniel also von Gott geehrt. Und diejenigen, die ihn ruinieren wollten, kamen selber um. 5 Momentaufnahmen von der Himmel herrscht im Buch Daniel. Jetzt wollen wir 5 zeitlose Wahrheiten ansehen darüber, dass der Himmel herrscht im Buch Daniel. Und ich hoffe, ihr bekommt die Grundidee und dann schaut ihr selber im Buch Daniel und in der ganzen Bibel, wo ihr sie findet. Nummer 1. Der Himmel herrscht über alle Dinge, groß und klein. Er ist Gott, der Allerhöchste. Er bestimmt souverän und überwacht die Makroereignisse unserer Welt, ebenso wie die Mikrodetails unseres Lebens. Die großen Dinge. Der Himmel herrscht über die ganze Geschichte, vergangen, gegenwärtig und zukünftig. Der Himmel herrscht über die Geopolitik unserer Welt, über Präsidenten, Premierminister, Monarchen, über Diktatoren und Despoten, über Wahlen und politischen Parteien. Der Himmel herrscht über die Welt der Wirtschaft. Der Himmel herrscht über die Welt der Natur, über das Wetter und die Stürme. Da ist keine Mutter Natur. Der Himmel herrscht über die gesamte Natur. Er regelt die Jahreszeiten. Er steuert die Temperatur auf der Erde, sodass sie für die Menschen bewohnbar ist. Gott hält die Sonne genau im richtigen Abstand zur Erde, um Leben zu erhalten und damit wir nicht verglühen. Der Himmel regiert auf der Makroebene. Aber der Himmel herrscht auch im Kleinen. Die Einzelheiten unseres persönlichen Lebens, der Verlust eines Jobs, unerwartete Rechnungen, ein kaputtes Auto. Ob du es dir leisten kannst, in den Ruhestand zu gehen. Teens, jetzt denkt ihr nicht daran, aber irgendwann doch die unerfüllte Sehnsucht nach einem gläubigen Partner oder einem Kind. Die Details von Fehlgeburten oder Totgeburten. Verletzungen und Wunden, die du hast, von denen keiner etwas weiß, wo andere dir Unrecht getan haben. Gesundheitliche Dinge, Beziehungsprobleme, Kinder auf Abwägen, ein unaufmerksamer Partner, ein untreuer Ehemann,
Der Himmel herrscht im Kleinen. Von winzigen Splittern bis zu lebensbedrohlichen Operationen. Von Husten und Erkältungen bis zu Krebs. Von der Wirtschaft bis zu Wahlen und Erdbeben. Von weltbewegenden Nachrichten bis zu Ereignissen, die unser eigenes Leben auf den Kopf stellen. Der Himmel herrscht. Der Himmel herrscht ist keine Phrase oder ein seichtes Gefühl. Es ist keine fatalistische Sichtweise auf die sehr realen Schwierigkeiten und das Leid in dieser Welt. Aber es ist eine tiefe Ruhe und Zuversicht, dass Gott alles weiß, alles führt, unsere Welt, unsere Tage, unsere Schritte und dass man ihm in allem vertrauen kann. Nummer 1, Gott herrscht über alle Dinge, groß und klein. Nummer 2, keine irdische Macht, kein Reich wird ewig bestehen. Nur Gottes Reich bleibt für immer. Wir waren gerade Zeugen davon, dass Queen Elizabeth II. Nach einer beispiellosen 70-jährigen Regentschaft von uns ging. Wenn ihr die Trauerfeier in der Windsor Chapel gesehen habt, saht ihr den bewegenden Moment, als der Reichsapfel, das Zepter und die Krone von ihrem Sarg genommen wurden, um an ihren Nachfolger gereicht zu werden. Die Leute dachten, sie würde für immer leben. Sie lebte sehr lange, aber keine irdische Macht und kein Königreich wären ewig. Die Reiche der Menschen stehen auf und fallen, gute und schlechte Männer, gute und schlechte Könige, Königinnen. Nur Gottes Reich ist unzerstörbar und eines Tages wird es jedes irdische Reich zerschlagen, das seine Herrschaft ablehnt und niemand wird mehr Gott und seinem Volk widerstehen. Apropos Ende. Das ist ein wiederkehrendes Thema in Daniels Prophetien. Achtet im Buch Daniel auf die Worte das Ende. Wir erfahren, dass die gesamte Geschichte sich auf ein von Gott vorherbestimmtes Ende zubewegt, das genau so stattfinden wird, wie Gott es bestimmt hat. Wenn die Mächte des Bösen zu gewinnen scheinen und böse Mächte gegen Gott und sein Volk aufstehen, fühlen wir uns als Gläubige manchmal schwach und hilflos. Aber wir fassen Mut und harren in Hoffnung aus, denn wir wissen, dass ihr Triumph von kurzer Dauer ist. Wir wissen, dass Gott, unser Gott, das letzte Wort hat. Zur festgesetzten Zeit, wenn Jesus wiederkehrt, wird er über alle Feinde triumphieren und regieren für immer, ohne Gegner. Der Himmel herrscht. Zeitlose Wahrheit Nummer 3. Am Ende wird Gott alle seine Leute erretten und alle seine Feinde zerstören. Wisst ihr, das ist das Ende allen menschlichen Lebens in der Gesamtheit der Geschichte. Zerstörung oder Errettung. Gott wird alle seine Leute erretten und alle seine Feinde zerstören. Im Psalm 34, 20 und 22, da steht: Vielfältig sind die Nöte des Gerechten. Oh, sagst du, als ich mich entschied, Jesus nachzufolgen, wusste ich nicht, dass ich mich für viele Nöte entschied. Habt ihr es gewusst? Wir taten es. Vielfältig sind die Nöte des Gerechten, aber der Herr rettet ihn aus dem allen. Du sagst, aber er hat mich nicht gerettet. Noch nicht. Er wird es tun, aus jeder Not, jeder Bedrängnis. Aber schau, Vers 22, die Bosheit wird den Gottlosen töten und die den Gerechten hassen, werden es büßen. Diejenigen, die Daniels Untergang einfädeln wollten, kamen in derselben Falle um, die sie ihm gestellt hatten, während Daniel übernatürlich befreit wurde. Nun, bei Daniel geschah das in einem Kapitel. Das geschieht nicht immer so, die Befreiung oder die Zerstörung. Meistens geschieht das nicht so schnell. Aber es wird passieren. Auf Gottes Weise und zu seiner Zeit wird er alle retten, die unerschütterlich ihm vertrauen. Aber widersteht denen. Er steht gegen die, die sich der Herrschaft des Himmels widersetzen. Ich weiß, bei einer Zuhörerschaft wie dieser sind einige hier, die in ihren Herzen, niemand sonst mag es wissen, Gott widerstehen. Ich will euch sagen, eure Arme sind nicht lang genug,
um mit Gott zu boxen. Ihr werdet nicht gewinnen. Das ist unsere Hoffnung und Zuversicht in einer Welt, die sich auf die Herrschaft des Menschen verlässt. Diese Agenda wird nicht gut ausgehen. Und diese antigöttlichen Machthaber, die heute andere unterdrücken, werden eines Tages vernichtet. Und eines Tages wird Gottes Volk, das jetzt unterdrückt und bedroht ist, auf ewig mit Christus regieren. Der Himmel herrscht. Nummer 4. Der schlussendliche Sieg des Himmels ist sicher. Aber in der Zeit bis dahin gibt es Krieg zwischen den Reichen des Menschen und dem Reich Gottes. Wir leben in einer Welt, die sich Gott entgegengestellt hat und nach der Pfeife Satans tanzt. Wir sehen um uns herum zutiefst verstörende Dinge. Manchmal fühlen wir uns überfordert oder uns ist schlecht oder wir sind einfach nur müde von all dem. In Daniel 8 erhielt Daniel einige erschreckende Visionen über die Zukunft. Sie erdrückten ihn, sie zehrten an seinen Kräften. Aber er ließ es nie zu, gelähmt zu werden von diesen überwältigenden Visionen. Und er verrannte sich nicht darin, herauszufinden, was sie alle bedeuteten oder zu versuchen, die kaputten Systeme zu reparieren oder zu verändern, die sie darstellten. Was tat er also mit diesen erschreckenden Visionen, die ihm die Knie schwach und die Beine zittrig machten? Er war entsetzt, kraftlos. Was tat er? Daniel 8, 27, liebe es. Er sagt, dann stand ich auf und verrichtete die Geschäfte des Königs. Was tat er? Gott hatte Daniel gerade diese furchterregenden Visionen davon gezeigt, was am Ende der Zeit geschehen wird. Doch was tat Daniel? Er ging zurück an die Arbeit. In Babel, im Dienst eines heidnischen Königs. Ja, die Last dessen, was er gerade gesehen hatte, wog schwer. Aber er wusste, dass all das nur vorübergehend war und dass Babel und alle anderen irdischen Reiche, die noch kommen würden, letzten Endes untergehen würden. In der Zwischenzeit machte er sich treu an die Arbeit, die Gott ihm gegeben hatte, dem König zu dienen, wissend, dass er letztlich dem König des Himmels diente. Ladies, wir sind von Gott hierher gestellt worden. Wir sollen ihm dienen, wo immer er uns hingestellt hat und uns fest in seinem ewigen Königreich verankern, während wir die Schwierigkeiten erdulden. Wir klammern uns im Glauben an den einen, der versprochen hat, eines Tages alle Dinge auf Erden zu erlösen und neu zu machen. Wenn wir nun zu Daniel 12 gehen, ist Daniel ein alter Mann. Er ist 80. Ich hörte, dass hier einige Frauen in diesem Alter sind, die von ihren Töchtern hierher gebracht wurden. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Gott segne euch. Wie schön, dass ihr hier seid. Daniel war in eurem Alter, wenn wir nun zu Daniel 12 gehen. Ein Engel sprach zu Daniel, du aber geh hin, bis das Ende kommt. Daniel hatte eine Menge Geheimnisse und Prophetien gehört. Kommentatoren wissen bis heute nicht genau, was sie bedeuten, aber der Engel sagte, du aber geh hin, bis das Ende kommt. Daniel sollte in seinen 80er Jahren nicht aufgeben, nicht aussteigen, sondern weitermachen. Er sollte als gottestreuer Diener weiter in einem fremden Land leben, den ganzen Weg bis ans Ende seines Lebens. Liebe ältere Frauen, in den 60er, 70er, 80er oder sogar 90er Jahren, es ist nicht die Zeit zum Auschecken, bis der Herr euch heimholt. Dann gibt es kein Auschecken mehr. Geht euren Weg bis ans Ende. Zeitlose Wahrheit Nummer 5. Gott kennt die Antwort auf die Fragen. Wie lange dauert das und wie wird das alles enden? Solche Fragen stellte Daniel. Wir lesen sie in Kapitel 12. In Notzeiten fragen wir auch so. Wie lange soll das noch so weitergehen? Wie soll das enden? Es ist nicht falsch, denke ich, diese Fragen zu stellen. Aber im Endeffekt, wenn Gott sich entscheidet, nicht auf unsere Fragen zu antworten, müssen wir vertrauen, dass was?
der Himmel herrscht. Dass Gott exakt weiß, wie lange dies dauern wird. Jedes Ereignis im Himmel und auf Erden erfolgt nach seinem Zeitplan. Er kontrolliert den Timer. Wenn er sagt, es ist Zeit, ertönt der Buzzer und ertönt für das Ende. Gott setzt eine Grenze, wie weit und wie lange seine Feinde ihre Macht ausüben dürfen. Und wir vertrauen, dass er die, die auf ihn vertrauen, den ganzen Weg bis ans Ende erhält. In der zweiten Hälfte von Daniel bekommt Daniel einige Visionen. In der ersten Hälfte deutete er Visionen, die andere bekamen. Hier erhält er Visionen. Daniels Visionen sind ein ganz kurzer Blick auf Gottes Plan für die Entfaltung der Geschichte der Nationen von Daniels Zeit an bis zum Ende der Geschichte. Und diese Visionen enthalten erbitterte Kriege und Verfolgung gegen Gottes Volk. Die meisten lesen nie die letzten 6 Kapitel, denke ich, weil sie schwere Kost sind. Die ersten 6 Kapitel enthalten die Geschichten, die wir den Kindern vorlesen. Aber man muss sie lesen, man muss sie studieren und kennenlernen. Ich habe diese Visionen über die Spanne der Menschheitsgeschichte so zusammengefasst. Mächtige Herrscher, aggressiv, überheblich, Wahrheit mit Füßen getreten, Lügen nehmen überhand, Heilige werden verfolgt, Heiligtum entweiht. Wie lange noch? Gott weiß es. Übeltäter werden gestürzt. Heiligtum wiederhergestellt. Gott siegt das Ende. Der Himmel herrscht auf ewig. Und das ist die ganze Geschichte. Die Frage ist, glauben wir von ganzem Herzen, dass der Himmel herrscht? Leben wir so, als ob die Erde oder der Himmel herrscht? Leben wir so, als ob der Mensch oder Gott regiert? Wie würde sich unser Leben ändern, wenn wir wirklich glauben würden, dass der Himmel herrscht? Ich möchte euch einige Punkte mitgeben. Es könnten noch viel mehr sein, aber so wird sich unser Leben ändern, wenn wir wirklich glauben, dass der Himmel herrscht. Nummer 1. Wenn wir glauben, dass der Himmel herrscht, streben wir nach reinen Herzen. Wir entschließen uns, wie Daniel und seine Freunde, als heilige Leute eines heiligen Gottes zu leben. Statt uns anzupassen an die Kultur um uns herum, wir gehorchen freudig Gottes Wort und bekennen unsere Sünden. Wir vergeben denen, die sündigen gegen uns. Wir haben reine Herzen. Nummer 2. Wenn wir glauben, dass der Himmel herrscht, dann haben wir einen klaren Kopf, gesunden Verstand, gesundes Denken über uns selbst, unsere Welt, unseren Gott, wie wir als seine Kinder leben können in dieser Welt und Kultur um uns herum. Nebukadnezar war stolz. Er wollte sich selbst allerhöchster Gott sein und verlor den Verstand dabei. Wer die Herrschaft des Himmels über sich anerkennt, ist demütig und hat die rechte Schau auf Gott und andere und sich selbst. Der kann klar und weise denken, auch in verwirrenden Zeiten. Nummer 3. Wenn wir glauben, dass der Himmel herrscht, bleiben wir ruhig. Wenn die Welt chaotisch und verstört ist und aus den Fugen gerät, wie es heute ist und scheinbar war in Daniels Tagen. Ob es in unserer persönlichen Welt drunter und drüber geht oder in unserer Kultur, wir sind nicht panisch, wir verzweifeln nicht, wenn es aussieht, als würden die Feinde Gottes gewinnen, wenn schlimme Dinge passieren, wenn unsere Freiheit bedroht oder es unbequem wird. Daniel arbeitete unter einigen bösartigen Königen und manchmal war sein Leben in Gefahr. Aber er wurde nicht panisch. Er inszenierte keinen Protest. Er plante keinen Putsch, um die Regierung zu stürzen, weil er verstand, dass der Himmel herrscht. Angesichts von Gefahr, und ich glaube, viel größere Gefahr kommt in unserer Zeit auf uns zu, als wir schon kennen. Aber Daniel war angesichts der Gefahr entschlossen. Er war ruhig. Er war furchtlos, er betete. In Daniel 2 lesen wir, da erwiderte Daniel mit Verstand und Einsicht.
Oh, man merkt, wer glaubt, dass der Himmel herrscht, daran, wer durchdreht oder wer ruhig bleibt, wenn es schwierig wird, anstatt uns ständig aufzuregen über die Kultur oder die Menschen, die uns verletzen und enttäuschen, sind wir Menschen der Hoffnung. Wir sehen jede Krise als Chance an, dass die Machtlosigkeit der Götter dieser Welt entschlafft wird und die Macht und Größe unseres Gottes sichtbar werden. Wir sind ruhig. Wenn wir glauben, Nummer 4, dass der Himmel herrscht, sind wir voll Vertrauen auf Gottes Kontrolle, auf sein Timing und den letztlichen Ausgang. Wir müssen weder manipulieren noch kontrollieren, weder Menschen noch Umstände. Ich liebe dieses alte Lied. Dies ist meines Vaters Welt, oh lass mich nie vergessen, auch wenn das Unrecht scheint so stark. Gott ist der Herrscher doch. Wir sind voll Vertrauen auf Gottes Kontrolle. Nummer 5. Wenn wir glauben, dass der Himmel herrscht, sind wir mutig. Ja, es gibt Unruhen, Konflikte und Bedrängnis in dieser Welt, so wie es bei Daniel war. Aber Daniel 11, 32 sagt, dass diejenigen, die ihren Gott kennen, nicht der Furcht nachgeben. Sie werden sich stark erweisen und entsprechend handeln. Es gibt Zeiten, da werden sie von ihren Feinden bezwungen, aber sogar das wird Gott gebrauchen, um sie zu reinigen, zu schleifen, zu segnen. Wenn wir glauben, dass der Himmel herrscht, sind wir mutig, einzustehen für Christus. Wir sind mutig, Teenager, Frauen am Arbeitsplatz, Frauen in Familien mit ungläubigen Angehörigen. Wir haben Mut, gegen den Strom zu schwimmen, von Trends und Anforderungen, die Gott entgegenstehen. Wir geben dem Druck nicht nach, Kompromisse zu machen oder uns anzupassen. Wir neigen uns nicht vor den Göttern dieser Welt. Wir haben Mut. Nummer 6. Wenn wir glauben, dass der Himmel herrscht, beten wir zu Gott. Ja, wir suchen das Gebet. Wir sind Beter, wie Daniel es war. Statt zu wettern über die schlechten Einflüsse und die Influencer unserer Zeit, manche von euch tun das in den sozialen Medien. Ich weiß, wer ihr seid. Nein, ich weiß nicht, wer ihr seid. Aber ich habe viele Christen gesehen, die das machen. Ja, wenn wir glauben, dass der Himmel herrscht, schimpfen wir nicht über all das Schlechte, sondern wir beten für die Menschen, die diesen bösen Einfluss ausüben. Wir glauben, dass Gott die Herzen von noch so schlechten und gottlosen, stolzen Leitern verändern kann, wie es bei Nebukadnezar tat. Wir sind also Beter. Wenn wir glauben, dass der Himmel herrscht, Nummer 7, sind wir zufrieden. Zufrieden und warten geduldig, bis Gott alles wirkt und bewegt, was er will. Zufrieden, treu zu dienen, wo immer er uns in der Zwischenzeit hingestellt hat. Wir müssen nicht unruhig und rastlos sein, uns aufreiben, denn wir kennen das Ende der Geschichte und wissen, es ist gut. Nummer 8. Wenn wir glauben, dass der Himmel herrscht, krönen wir Christus als König und Herrn über jeden Bereich unseres Lebens. Habt ihr zugeschaut, als der Sarg von Königin Elisabeth am Buckingham Palace vorbeizog und all die Angestellten, die unter ihr viele Jahre gedient hatten, aufgereiht waren vor dem Palast, und als der Wagen mit dem Sarg vorbeizog an ihren treuen Untertanen, was taten sie? Sie verneigten sich. Die Damen machten einen Knicks. Wir verneigen uns vor ihm. Ja, Eure Majestät. Ja, Eure Majestät. Ich bete dich an, ich kröne dich als Christus und König über jeden Bereich meines Lebens. Gott wird heute zu uns allen auf verschiedene Weise durch sein Wort sprechen, durch seine Diener. Und wenn er seinen Finger auf eine bestimmte Sache legt, egal ob du in deinen 80ern oder der jüngste Teenager bist oder mittendrin, sagst du: Ja, Herr, darf er dich verändern? Möchtest du dich ihm ergeben? Willst du dich vor ihm beugen und sagen: Ja, Herr, ja, Eure Majestät.
Letztes Jahr bei der Revive-Konferenz schauten wir ein Video, das das Revival Hearts Team gemacht hatte. Es zeigt die Geschichte einer lieben Freundin, deren Leben ein sehr schönes Beispiel davon ist, was es heißt zu glauben, dass der Himmel herrscht. Und heute möchten wir es gerne nochmal sehen. Nur die ersten paar Minuten dieses Videos. Bitte. Hier ist Colleen Chau. Be still my soul, the Lord is on thy side. Ich war 34, als ich heiratete und wurde dann fast sofort schwanger. Und mit 35 bekam ich meinen Sohn Jeremy. So lange auf die Ehe zu warten und dann spät Mutter zu werden, war Teil dieses Trauerprozesses, Teil von dem, wo ich mich durchkämpfen musste. Als ich mit dieser endgültigen Diagnose konfrontiert wurde, dachte ich, aber ich kann meine Aufgabe als Mutter nicht zu Ende führen. Ich bin gerade mittendrin und werde da herausgerissen. Wir waren immer ganz offen und ehrlich zu Jeremy, sehr transparent, von der ersten Diagnose bis zu dieser. Ich habe ihm erzählt, was die Ärzte gesagt haben, dass es Krebs im Endstadium ist, habe ihm den Zeitplan genannt. Und ich sagte einfach, was für ein Geschenk, weißt du, Gott hat mir noch etwas mehr Zeit mit dir gegeben. Ja, es war furchtbar schwer. Krebs im Endstadium ist sehr hart. Und ich war einfach sehr, sehr traurig. Wir redeten ein bisschen, dann ging er aus dem Raum und ich hörte ihn weinen. Also ging ich in sein Zimmer und ja, hockte mich zu ihm und tröstete ihn und kuschelte mit ihm und er weinte einfach nur. Zu Jeremys Geschichte gehört es, dass ich gehe, bevor die Aufgabe zu Ende ist. Und es wird Herrlichkeit darin liegen. Through thorny ways leads to a joyful end. Mensch, als ich 18 Jahre alt war, lag mir die Welt zu Füßen. Ich war so ehrgeizig und hatte hohe Ziele und es waren durchaus gute Sachen. Aber es ging noch so viel um mich selbst. Vor meiner ersten Krebsdiagnose bekam ich ständig Kommentare zu hören wie, du siehst so jung aus für dein Alter. Ich glaube, darauf habe ich unbewusst viel gegeben. Und als ich dann vor einigen Jahren anfing, gegen den Krebs zu kämpfen, hat das einfach aufgehört. Es ist diese Stelle, wo es heißt, dass wir äußerlich aufgerieben, aber innerlich von Tag zu Tag erneuert werden. Während ich also sehe, wie der Krebs an meinem Äußeren, an meinem Körper seine Spuren hinterlässt, bin ich innerlich mehr als jemals zuvor die Colleen, die Gott sich gedacht hat, als er sie schuf. Das Leiden wurde von Gott gewirkt, um alles wegzunehmen, was nicht sein muss. Das Colleen-Zeug, das da nicht hingehört, sodass ich dann aus dem Herzen leben kann, welches er mir gegeben hat, damit ich wirklich die Colleen bin, die er möchte, zu der er mich mehr und mehr reifen lässt. Ich denke, die innere Schönheit, die Stärke, ich meine, sie ist im Laufe der Jahre immer schöner geworden, unabhängig von den körperlichen Veränderungen, die wir auf diesem Weg durchmachen mussten. Ja, ich denke, die Liebe und die Wertschätzung haben definitiv zugenommen und ich bin einfach überwältigt. Ich danke ihr jeden Tag, dass sie kämpft. Ganz ehrlich, wären mein Mann und Sohn nicht, ich würde heute schon gerne gehen. Ich würde nicht einmal die Chemo machen, ich würde gehen. In die Gegenwart Jesu einzutreten, ohne Scham, ohne Angst. Natürlich,
Eine gewisse Furcht vor ihm, klar, und Ehrfurcht. Wer weiß, vielleicht falle ich zu Boden, wenn ich in seine Gegenwart trete, oder ich weiß nicht, es ist verrückt, darüber nachzudenken. So wie der Vater Jesus liebt, liebt er mich? Was? Das ist Wahnsinn! Wenn ich in die Ewigkeit gehe, komme ich nicht ins Gericht. Das ist unglaublich. Ich kann es kaum erwarten. Mein Herz ist schwer wegen dem, was Jeremy und Eddie bevorsteht. Mein Leiden wird ein Ende haben, meins schon, aber ihres wird weitergehen. Und das ist das Schwerste für mich. Und ich muss Gott auf eine neue Art und Weise vertrauen, was die liebsten Menschen in meinem Leben angeht, und darf wissen, dass sie darin mehr von Gott finden werden. Und ich bin, ich bin überflüssig. Gott braucht mich nicht, um seine Arbeit zu tun, wisst ihr? In seiner Gnade und zu seiner Freude entschied er, mich zu gebrauchen, bis er mich nach Hause ruft. Nach den Informationen, die wir haben, bleiben mir nicht mehr viele Tage. Es sei denn, Gott will ein Wunder tun, was er tun könnte, und das wissen wir. Mit diesem Wissen fühlen sich nicht nur die Tage heilig und bedeutend an, sondern auch die Stunden. Und dann gibt es Momente, in denen ich alles auf eine neue Art und Weise in mich aufnehme und weiß, wie zerbrechlich dieses Leben ist und wie schnell es vergeht. Egal, ob es 20 Jahre oder 90 Jahre sind, es vergeht wie im Flug. Es ist darin also ein Geschenk, etwas Wichtiges, von dem ich mir wünsche, dass wir es alle erleben. Und ich mir auch wünschte, ich hätte es schon früher erleben können, sogar noch vor dieser Diagnose. Wir haben einfach beschlossen, jeden Tag voll auszuleben. I lift up my eyes to the hills. Die Lieder, die ich mit meiner Mutter auswendig gelernt habe, haben mir auch sehr geholfen, das durchzustehen. Ich habe angefangen, Bibelstellen mit Melodien zu unterlegen. Das hilft mir, und er hat sehr gut darauf reagiert. Wir konnten immer größere Teile der Bibel auswendig lernen, weil sie mit Musik verbunden waren. Wenn wir sie einmal auswendig gelernt haben, ist es so, als ob wir sie für den Rest unseres Lebens haben. In schwierigen Zeiten hilft dir das vielleicht auch. Und ich habe gerade daran gedacht, dass meine Stimme vielleicht nicht mehr da ist, aber Gottes Wort wird durch die Lieder und durch die Tage, an denen Gott mir eine Stimme in seinem Leben gegeben hat, weiterleben. He will keep your life. The Lord will keep your going out and your coming in, both from this time forth and forevermore. Die Realität vor den Augen meines Sohnes so dahin zu siechen ist und ich habe oft nachgedacht oder mich gefragt, ob seine stärksten Erinnerungen an seine Mutter, die einer Chemopatientin sein werden. Und so habe ich gebetet, dass diese Bilder und Erinnerungen bei weitem überwogen werden von der Freude, die Gott in mein Leben gebracht hat. Und ich habe Gott gebeten, ich betete, würdest du mir erlauben, dass ich die Einstellung, die du mir geschenkt hast, bis zum Ende behalte, dass ich lachen und ein bisschen frech sein kann, immer mal wieder einen Witz machen und bis zum Ende fröhlich sein kann. Und dass das sogar etwas ist, was die letzten Erinnerungen von Jeremy an mich prägt. Und Eddies auch. Ich hoffe, sie werden es immer wissen und sich daran erinnern, wie sehr ich Jesus liebe und wie gut er zu mir war. Gott hat mich nicht betrogen, er hat sie nie betrogen. Aber sie sollen wissen, dass ich ihn liebe und ihm vertraue und weiß, dass er auch in den schlimmsten Momenten dieser Geschichte gut ist, schlimmste menschlich gesprochen. Ich hoffe, sie erinnern sich an meine Freude.
hoffe, Sie erinnern sich an mein glucksendes Lachen. Lasst uns Colleen Chau willkommen heißen. Colleen, letztes Jahr wusstest du nicht, ob du dieses Jahr noch hier oder vielleicht schon im Himmel sein würdest. Du hast gebetet, dass der Herr dich Jeremys 11. Geburtstag erleben lässt. Und der Herr hat es dir geschenkt. Wir freuen uns so sehr, dass du hier bist. Viele Leute haben für dich gebetet, auch viele Frauen hier. Vor kurzem fragte mich Pastor Chris Brooks, die Frau, die letztes Jahr sprach, wie geht es ihr? Wir beten für sie. Daher würden sich die Frauen hier über ein kurzes Update freuen. Wie geht es dir gesundheitlich? Wie sieht es gerade aus? Es ist so ein Wunder und Geschenk, nach einem Jahr hier zu sein. Es war ein intensives Jahr der Krebstherapie. Der Krebs hat sich in meinem ganzen Körper ausgebreitet und wir versuchen gerade, ihn mit verschiedenen Behandlungsmethoden aufzuhalten, um dadurch Zeit zu gewinnen. Das hört sich vielleicht seltsam an, aber durch die Behandlung hat Gott das bis jetzt bewirkt. Wir haben eine aggressive Chemotherapie, eine OP, eine Hormonbehandlung und noch eine Anschlusschemo hinter uns. Aber jetzt macht mein physisches Herz die Chemotherapie nicht mehr lange mit. Es funktioniert nicht mehr so, wie es sollte. Wir stehen also gerade vor einigen schwierigen Entscheidungen. Aber ich habe das Gefühl, dass Gott bis jetzt alles so zusammengehalten hat, weil er noch gute Werke für mich vorbereitet hat, die ich tun soll, bevor er mich nach Hause ruft. Diese Frau hat jedes gute Werk getan, das Gott ihr gegeben hat, bevor er sie heimholt. Du hast sogar ein Buch geschrieben, von dem wir nicht dachten, dass es rechtzeitig hier ankommen würde. Aber gestern wurde es hier angeliefert. Sag uns bitte, wie es heißt und worum es geht. Es heißt In den Händen eines äußerst liebevollen Gottes. 31 Tage Hoffnung und ehrliche Ermutigung für leidende Menschen. Ich wollte einfach ein mitfühlendes Buch für Menschen in ihren schwersten Zeiten schreiben, damit sie Gottes Gegenwart und Güte spüren können. Es ist ein kleines Büchlein und ich hatte solche Freude beim Schreiben. Ich kann jetzt die Arbeit von Nancy besser wertschätzen, die schon so viele Bücher verfasst hat. Colleen ist eine wunderbare Autorin. Ihre E-Mails sind wunderbar. Das Buch ist so ein Geschenk. Colleen flog gestern mit ihrer Freundin hierher. Hast du die Bücher gestern Abend noch signiert? Sie hat 100 Bücher signiert. Im Buchladen bekommen die ersten 100 Frauen ein signiertes Exemplar. Danke dafür. Colleen, wenn wir über Heaven Rules nachdenken, was heißt das für dich, wo du durch eine schwere Krebserkrankung, menschliche Schwachheit und Schmerzen gehst? Was heißt Heaven Rules für dich gerade? Wir sprachen ja schon darüber. Ich liebe es, dass dir das am Herzen liegt, denn es hat mir wirklich weitergeholfen. Alles, was du darüber geschrieben und gesagt hast. Der Himmel herrscht, heißt für mich, dass dieses Leid nicht sinnlos ist. Es ist von unendlicher Bedeutung, denn gerade im Leid finde ich mehr von Jesus. Im Leid verstehe ich mehr von Gottes Liebe und das kann ich an andere weitergeben. Es bedeutet auch, dass Leid nicht das letzte Wort hat, sondern Gott. Er hat das letzte Wort in dieser Sache und er verwandelt jeden Schmerz, jeden Kummer, jeden Verlust und jede lange schlaflose Nacht verwandelt er in Schönheit. Dabei muss ich an 2. Korinther 4 denken, wo Paulus sagt, dass diese Bedrängnis schnell, vorübergehend und leicht ist. In absehbarer Zeit sterben zu müssen, ist vorübergehend und leicht vor dem Hintergrund der Ewigkeit. Es fühlt sich zwar meistens nicht so an, aber es ist die Realität. Der Herr verwandelt alle diese Dinge in etwas so Gutes und so Schönes und so viel Freude und Lohn kommen noch, dass Paulus es unendlich und
unvorstellbar nennt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es einen Auferstehungsleib braucht, um all das Gute, das uns erwartet, erfassen zu können. Wir werden neue Körper haben, damit wir all die Güte und die Freude begreifen können, die Gott für uns vorbereitet hat. Ich befasse mich mit meinem begrenzten Verstand, also mit unendlichen Wirklichkeiten. Ich lebe mit der Ungewissheit. Ich lebe mit einer Menge unbeantworteter Fragen. Aber genau da wird meine Beziehung zu Jesus tiefer. Es zieht mich mit aller Macht zu ihm. Es hilft mir, seine Liebe zu erfahren. Es hilft mir zu verstehen, dass er unendlich besser ist als ein langes Leben. Er ist unendlich besser als ein schöner, gesunder Körper. Er ist unendlich besser als am Leben zu sein, als meinen Sohn, meine Freude aufwachsen zu sehen. Er ist unendlich besser als ein langes Leben zu haben, mit meinem Ehemann alt zu werden. Das sind Dinge, die uns hier so viel bedeuten, nicht wahr? Aber Jesus ist so viel besser als all das und ich lebe im Licht dieser Realität. Es erinnert mich auch daran, wie Paulus sagt, wir tragen allezeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Deshalb freue ich mich einfach so sehr über das, was Nancy lehrt, über das wunderschöne Buch, das sie geschrieben hat, Heaven Rules. Das ist unsere Hoffnung, dass Gott immer Tod in Leben verwandelt. Amen. Vielen Dank. Wenn ihr wegen Keimen keine Sorge habt, wenn ja, das ist okay. Nehmt einfach die Hand der Frau neben euch oder berührt ihre Schulter. Wir wollen beten. O Herr, wir danken dir, dass du so etwas Schönes in und durchs Leben dieser Frau tust, dass Krebs nicht König ist, dass Krebs nicht das letzte Wort hat, sondern Christus König ist und dass du herrschst und regierst und etwas zutiefst Schönes und Ewiges machst aus diesem Schmerz und diesen Leiden. Danke, dass diese kostbare Frau hier bei uns ist, ohne ihren Mann und ihren Sohn, den sie so liebt, dass sie sich die Zeit nahm für dieses Buch und für ein anderes, an dem sie schreibt. Ich sehe nicht, dass sie aufgibt oder nachlässt, dass sie sagt, ich höre auf, es ist genug, sondern sie ist treu, den ganzen Weg bis zum Ziel. Herr, bitte gib ihr Freude in der Ungewissheit. Bitte stärke sie und erhalte sie. Bitte erfülle sie tief mit deiner unerschütterlichen Liebe. Und danke, dass sie diesen Weg nutzt, um uns auf Christus hinzuweisen, der unser wahres Ziel und unser Trost und unsere Hoffnung ist, im Leben und im Tod. Wir beten in Jesu Namen. Amen.